Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zurück zum Projekt Amras im LS22 und herzlich willkommen natürlich auch auf der Hof Bergmann, meine Damen und Herren. Ich habe euch ja gesagt, ich werde das Amras-Projekt pausieren, solange bis die Hof Bergmann rauskommt und einige wenige haben das Glück, dass die Hof Bergmann jetzt verfügbar ist für diejenigen Herrschaften. Ich gehöre Gott sei Dank dazu, also nochmal herzlichen Dank an den lieben Farmer Andy, dass er mich da mit eingeschlossen hat in diesen elitären Kreis, hätte ich fast gesagt. Dankeschön auf alle Fälle. Und wir werden jetzt weitermachen, hier auf der Hof Bergmann. Aber bevor wir dazu kommen und bevor wir weitermachen im Sinne von, wie geht's weiter, wie viele Folgen kommen, wer spielt mit und so weiter und so fort, eine kurze Anmerkung. Das, was ihr jetzt hier seht, ist das ganz normale Spiel. Ne? Ich werde es aber nicht so spielen. Ich habe mir so ein bisschen Shader-mäßig was zusammengebaut. Das will ich jetzt ganz kurz einsetzen, nur dass ihr seht, das war jetzt die normale Ansicht. Und wir spielen mit dem hier. Das ist alles ein bisschen schöner, ein bisschen... Ich finde es optisch einfach ein bisschen ansprechender, das Ganze. Und deswegen spielen wir mit diesen Einstellungen weiter. Wie und was und warum? Fragen dazu gerne in den Kommentarbereich stellen. Und warum geht's? Es geht um... Im Amras-Projekt war immer schon so ein bisschen ein Projekt, wo man gesagt hat, okay, man ist es nicht, man muss es nicht in einer Folge alle schaffen. So, es ist ein bisschen mehr Wert drauf gelegt, dass man das so ein bisschen mehr realistisch macht. Da werden natürlich einige wieder sich denken, oh Werner, schon wieder mal, aber es wird eh nichts. Ich habe vor und ich möchte gerne das Ganze so ein bisschen realistisch aufziehen. Natürlich bin ich kein realistischer Landwirt. Ich bin kein Landwirt im richtigen Leben und somit habe ich da meine Problemchen und es gibt auch Sachen, wo ich mir erst ein bisschen ranfuchsen muss. Also bitte drückt auch da ab und zu mal ein Äuglein zu, wenn es jetzt nicht ganz realistisch sein sollte. Gebe mir Mühe, aber es ist kein Meister vom Himmel gefallen, glaube ich, heißt das Sprichwort. Und da werde ich auf alle Fälle noch ein bisschen Zeit benötigen. Wer spielt mit? Das ist auch eine wichtige Frage. Es gab viele Spekulationen, es gab viele Wünsche. Und ich kann euch jetzt mal sagen, bis zum Release der Hof Bergmann, bis zum offiziellen Release, dessen Zeitpunkt noch nicht festgelegt ist, wird es ein Singleplayer bleiben. Es hat zwei Gründe. Erstens will ich nicht, dass jetzt einige Leute aus dem Team so ein bisschen bevorzugt werden, im Gegensatz zu anderen Leuten, die die Map noch nicht haben. Das möchte ich so ein bisschen unterbinden und deswegen wird es erstmal jetzt bei mir bleiben, die Karte. Zum Zweiten habe ich auch mit dem Farmer-Andy gesprochen und er hat gesagt, es gibt einige Sachen, die noch nicht im Multiplayer getestet wurden. Besser, ne, du machst das so ein bisschen im Singleplayer, weil da sollte es wirklich einigermaßen laufen. Es ist noch eine Beta-Version, das dürfen wir nicht vergessen. Das heißt, wenn uns Sachen auffallen werden, dann werden wir die melden an den guten Farmer-Andy und werden mal gucken, ja, was so alles passiert und was uns so alles beginnt hier auf der Hof Bergmann. Allgemein ist ja die Hof Bergmann so ein bisschen für ihr Micromanagement bekannt. Das ist auch wieder so, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Es gab jetzt im Gegensatz zum Amras-Projekt ein paar Umstellungen im Fuhrpark. Weil ich habe ja gesagt, ich mache mit den Einstellungen des Amras-Projekts weiter. Das ist auch richtig. Das heißt, ich habe auch zum Beispiel, wenn man hier mal reinguckt, warte, wo ist es? Hier. Dann habe ich diese 400.000 Euro Schulden, die wir hatten. Ne? Ich habe aber jetzt ein bisschen mehr Geld. Das liegt daran, dass ich einige Sachen nicht mitgenommen habe, die verkauft habe und mir dafür einige Sachen neu gekauft habe. Und da ist es eben noch ein bisschen Geld übrig geblieben. Natürlich auf den Cent genau stimmt das jetzt nicht. Ich habe eher für mich gerechnet, einfach damit ich ein paar Möglichkeiten habe hier. Ne? Wer weiß, was kommt. Ganz allgemein, wie wird das hier ablaufen? Es gibt keine feste Anzahl von Folgen, die kommen wird die Woche. Es gibt keine spezielle Zeit. Ich versuche da wirklich so ein bisschen mehr Liebe reinzustecken als in andere Projekte. Das heißt nicht, dass ich andere Projekte nicht mag, aber ich will einfach das Projekt hier so ein bisschen intensiver aufziehen. Das, glaube ich, trifft es ganz gut. Dazu natürlich einige Fragen. Werner, willst du mit Seasons? Ja. Seasons ist aktiviert. Procession Farming ist aktiviert. Proceed ist aktiviert. Dementsprechend auch GPS und solche Sachen. Also es wird auch mit Fahrgassen gespielt werden. Es ist manuelles Ankuppeln ist dabei. Und ganz, ganz, ganz viele Spielereien, Feinheiten. Und das wird auch noch ausgebaut. Ich bin gerade dabei, mir so ein bisschen das Thema Sim-Dashboard anzugucken. Das wird auch noch kommen. Aber das alles zu seiner Zeit.
Da ist alles zusammengesetzt. Nur mal ganz kurz, damit ihr mal den Unterschied gesehen habt, zwischen Shader und Nicht-Shader. Das ist jetzt normal. Und das ist eben mit dem GeForce Experience Programm drüber gehasselt, ne? Dann nochmal Dankeschön an die Leute, die mir da geholfen haben. Ich muss aber dazu sagen, ich habe das einmal komplett verheizt. Ich habe einmal komplett versagt, auf ganzer Linie. Und habe mir das Spiel neu installieren müssen, weil die Grafikeinstellungen waren wirklich tot. Also die waren wirklich tot. Ich laufe hier über die neue Map. Das ist die Hof Bergmann, meine Damen und Herren. Das ist die Hof Bergmann im LS22. Einige von euch haben auch schon die zwei Livestreams gesehen, die ich jetzt gemacht habe, die letzten Tage. Und da werden wir weiterspielen. Da habe ich praktisch nur ganz kurz gesagt, den Spielstand genommen vom damaligen Amras-Projekt von Orbeleron und habe das hier hingepackt und hier geht es weiter. Das heißt, ihr werdet einige bekannte Sachen sehen, ihr werdet aber auch ganz viele Sachen sehen, die jetzt beim Händler stehen, die wir erst nach Hause bringen müssen. Und da wollte ich euch heute mitnehmen. Den Steinbrecher zum Beispiel, den kennt ihr noch, der ist nicht original auf dieser Map verbaut, den habe ich jetzt hier hingestellt. Den hatten wir auf der Orbeleron auch. Was ich auch 1:1 mitgenommen habe, sind unsere Tiere. Also ich habe, wir hatten Hühner und wir hatten Kühe. Die Anzahl der Hühner genau habe ich im Mini leider nicht notiert, aber das ist auch nicht so schlimm. Die Kühe habe ich auf alle Fälle mitgenommen, das waren glaube ich 35 Stück und die haben auch hier ihr Zuhause gefunden. Plus, ich habe uns noch einen Bullen dazu genommen, den Hubert. Wo ist der Hubert? Weil ich habe mir gedacht, es gibt hier auf der Hof Bergmann gibt es auch männliche Tiere, also Bullen, da ist er. Das ist der Hubert. Hubert, grüß dich. Ist zu erkennen daran, dass er andere Hörner hat, würde ich mal sagen. Und dass er keine, ne? Ihr wisst, was ich meine. Also wie gesagt, der Hubert ist auch mit dabei. Der Hubert hat Bock, hat er gesagt. Und ja, ihr seht rechts unten, es ist noch nichts drinnen. Ich habe noch so gut wie gar nichts gemacht, weil ich wollte euch da komplett mitnehmen auf die Reise hier auf der Hof Bergmann. So, gehen wir hier mal raus. Es gibt hier wirklich, also wer die Map noch nicht kennt und wer die Map noch nicht gesehen hat, guckt euch gerne die folgenden Folgen hier auf dem Kanal an. Es gibt auch ein Vorstellungsvideo auf dem Kanal vom Randy, auf dem Kornhub-Kanal. Da könnt ihr auch gerne vorbeigucken. Oder auch beim Kollegen Homer, beim Stefan vorbeigucken. Der hat auch schon ein Let's Play gestartet, wo er so ein paar Folgen voraus ist, weil ich es vorher leider nicht geschafft habe. So, mal ganz kurz die Grundinformationen. Das heißt, es ist kein Huschi-Wuschi-Projekt, sondern es ist wirklich ein Projekt, wo man sich Zeit nimmt für einige Dinge. Es ist ein Projekt, wo man auch, wenn es ansteht, dann werde ich auch mal Sachen zusammenschneiden und werde auch mal versuchen, so ein bisschen, vielleicht mit einem bisschen Vorlauf und mit ein bisschen Musik untermalen, das Ganze zu präsentieren. Einfach so ein bisschen mehr Aufwand. Wir reden jetzt nicht davon, dass jede Folge hardcore geschnitten wird, da habe ich die Zeit für leider nicht. Das ist auch nicht meine Intention. Da gibt es andere Kanäle für, zum Beispiel N-Play. Aber ja, wie gesagt, das ist das, was ich vorhabe. Das ist das, was ich euch anbieten kann. Ihr könnt gerne mitkommen auf die Reise auf der Hof Bergmann im Projekt Amras. Ihr könnt dazu gerne, wie gesagt, ein Abo da lassen und da regelmäßig reinschauen. Es gibt keine normalen regelmäßigen Zeiten, habe ich euch schon gesagt. Das wird auch erstmal so bleiben. Ich schaffe es so, wie ich schaffe und ich mache es so, wie ich am besten der Meinung bin, dass es ist. Muss auch noch ein paar andere Projekte unterbringen und muss auch noch einige andere Livestreams unterbringen. Und deswegen diese Entscheidung, dass es hier keine fixen Zeiten geben wird, sondern nur sporadisch würde ich nicht sagen, weil sporadisch klingt immer so, als wie jetzt lange nichts kommen würde, aber das ist nicht der Plan dahinter, sondern es soll schon regelmäßig kommen. So, die Hof Bergmann wollte ich euch ganz kurz hier nochmal zeigen, auf der großen Gesamtkarte. Und zwar haben wir hier unseren Hof und der Hof ist in unserem Besitz und wir haben drei Felder, Feld 6, Feld 5 und die Wiese 13. Das sind unsere Besitztümer. Ich habe noch gar nicht geschaut, was da drauf ist, das müssen wir dann gemeinsam machen. Wir haben auch, wie gesagt, 35 Kühe plus einen Bullen, 20 Hühner und einen Hahn. Die haben wir hier hinten in dieser Ecke. Hof Bergmann wieder, wie ich finde, sehr, sehr, sehr gelungen im LS22. Also großen Respekt an von meiner Seite nochmal den Farmer Andy. Und da kann ich euch auch vielleicht nochmal aufrufen, ne? Wenn ihr sagt, hey, das ist so cool, was der Farmer Andy da gemacht hat und gestaltet habt. Ich habe es auch gemacht. Geht auf die Homepage vom Farmer Andy und unterstützt ihn. Das soll jetzt kein Aufruf sein, aber wenn ihr Bock habt und der direkteste Weg, einen Modder zu unterstützen, ist einfach auf deren Homepage zu gehen und Support da lassen. Im Sinne von Worten, im Sinne von Beiträgen, im Sinne von, wenn ihr mal, keine Ahnung, 3 Euro über habt, dann spendet da gerne mal hin. Ich will nicht wissen, wie viel Zeit und wie viel Arbeitsstunden in diese Map geflossen ist, weil da ist ja wirklich so viel neu, ne? Wir haben
Kälber mit dabei, wir haben Ziegen mit dabei, Enten. Wir könnten hier zum Beispiel Enten reinmachen. Wir haben Küken. Also es ist wirklich ein buntes Treiben aus ganz vielen verschiedenen Dingen hier. Ihr seht hier, ne? Hühnerküken, die normalen Hühner, Hähne, Entenküken, nochmal Enten. Also das sind alles Sachen, ich will wirklich gar nicht wissen, wie lange das gedauert hat, bis es hier drin war, ne? Das ist wirklich krass. Was auch hier in der Garage noch drin ist, geht die auf? Ja, die geht auf. Unser Fahrrad. Ne? Wird ja im heutigen Zeitalter immer wichtiger, mit dem Fahrrad auch Sachen zu erledigen. Und wir haben auch theoretisch einen Anhänger für dieses Fahrrad, meine Damen und Herren. Wenn es denn will. Oder ich bin falsch rangefahren. Kannst du... Ah, ich habe hier mal das Ankurbeln drauf. Danke. Das heißt, wir könnten auch ein, zwei Erledigungen auch mal mit dem Fahrrad machen. Ne? Wird so kommen, wird passieren, habe ich Bock drauf. Aber alles zu seiner Zeit. Wir werden uns jetzt die ersten paar Folgen mal ein bisschen in die Richtung begeben, dass wir Sachen, Steam Overlay blende ich noch aus, dass wir Sachen vorbereiten. Wir müssen gucken, wie es unseren Feldern geht. Wir müssen unsere Tiere versorgen. Wir haben August, wir spielen mit Jahreszeiten. Ich kann euch ganz kurz die Einstellungen nennen von den Jahreszeiten, damit ihr das schon mal gesehen habt. 3 Tage pro Monat, das fand ich jetzt eigentlich gut, weil speziell, wenn ich alleine bin und wir haben im Micromanagement-System sehr viel zu tun. Ich kann euch mal ganz kurz zeigen, was theoretisch auch hier möglich wäre. Ne? Viele haben es schon gesehen, aber wir haben zum Beispiel auch einen, also wir nicht, aber theoretisch gibt es hier auf dieser wunderschönen Karte auch einen Schrebergarten. Ich laufe da mal ganz fix hin mit euch. Das kann man sich so als, ja, es ist einfach ein Schrebergarten. Ne? Du hast so kleine Fleckchen Erde im Boden, wo du Sachen pflanzen kannst. Tomaten, Salat, Gurke. Das ist er hier. Der ist noch nicht in unserem Besitz. Der wird aber in unserem Besitz kommen. Und da kann man sich eben wirklich ein bisschen drum kümmern. Es gibt Apfelbäume, es gibt Weinreben, beziehungsweise Traubenreben. Also da kann man auf alle Fälle schon einiges machen, meine Damen und Herren. So, da das Video jetzt schon wieder sehr, sehr lange ist und ich das eigentlich heute noch raushauen wollte, werde ich euch jetzt nochmal ganz kurz einen Abriss unseres Fuhrparks geben. Ich muss dazu sagen, unser Fuhrpark hat sich geändert, meine Damen und Herren. Ich habe mich dazu entschlossen, unseren Fuhrpark etwas aufzuwerten. Und das meine ich jetzt gar nicht von der Marke, das meine ich jetzt gar nicht von den PS-Herren, aber ich habe beschlossen, dass alle Fahrzeuge, die ich am Hof habe, mit Simple IC funktionieren. Weil ich finde das geil, ich finde das wirklich ein cooles Feature für den LS und deswegen habe ich mir, da habe ich alle Fahrzeuge, beziehungsweise diese Fahrzeuge, die ich gefunden habe, zumindest mal bei den Traktoren angefangen, habe ich geschaut, dass wir hier Simple IC drin haben, weil ich das einfach ein schönes Gimmick finde, dass wir sowas auch jetzt auch im LS22 haben. Und deswegen haben wir jetzt, meine Damen und Herren, im Besitz einen Fendt-Favorit 716. Die Geräte vor und hinten müsstet ihr noch kennen mittlerweile. Den Drescher, den haben wir mit rübergenommen, das ist so. Und da vorne steht unser neuer Hauptschlepper, wenn ich das so sagen darf. Es ist auch ein Fendt. Ja, ihr könnt mich gerne jetzt als Fendt-Liebhaber bezeichnen. Kann ich gut mit leben. Hier haben wir einen Fendt-Favorit 822 Turboshift. Und auch hier haben wir wieder Simple IC. Also wie gesagt, das war mir wichtig in diesem Moment. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, dass ich jetzt gar nicht so... Wir hatten ja den John Deere, wir hatten den Massey Ferguson. Das sind doch alles coole Fahrzeuge und so weiter. Aber mir ist sowas einfach auch wichtig, dass man auch mal so eine Scheibe aufmachen kann. Dass man einfach auch mal ein bisschen so das Dach öffnen kann. Das hat einfach eine ganz andere Wirkung. Das wollte ich damit sagen. Es hat eine ganz andere Wirkung. Wir haben auch einen ganz anderen Sound. Und können halt auch ganz, ganz, ganz anders mitarbeiten. Ne? Das muss man einfach mal so dazu sagen. Und da habe ich Lust drauf. Da habe ich Lust drauf. Da freue ich mich wirklich sehr drauf, dass wir das jetzt endlich beginnen können. Und wie gesagt, es gibt ganz viele Spielereien, die hier auf der Map sind. Und noch mehr Spielereien, die mir das Leben wahrscheinlich etwas schwerer machen werden, habe ich mitgenommen. Ihr bekommt jetzt nochmal ganz kurz einen Overfly, damit ihr seht, was alles da ist. Wir haben die New Holland Drescher mitgenommen. Die Mähwerke, die wir auf der Orbelleron hatten, habe ich mitgenommen. Die Ballenpress-Kombination, die kleinen Ballen habe ich mitgenommen. Den Streuer habe ich mitgenommen. Natürlich ohne die Streuer, also ohne die breite Streuer nach hinten, sondern die normale, standardmäßige. Ich habe mir noch ein Gewicht gekauft jetzt, weil ich das schön fand, passend zum Fendt. Mit einem kleinen Seil, glaube ich, sagt man dazu, rum. Nach hier, ne, kann man wieder Sachen mit Simple IC machen. Also ihr seht schon, es ist sich schon ein bisschen was gedacht worden dabei.
Ich habe es jetzt nicht mehr geschafft, alle Fahrzeuge aufzuräumen, aber das werden wir dann beim nächsten Mal auf alle Fälle machen. Und dann werde ich auch schon den Vorgeschmack bekommen, wie es hier funktioniert. Ne? Es wird sehr viel innen an sich gefahren. Es wird sehr viel geguckt, dass man nicht irgendwie in die Hausmauer rempelt. Es kann immer wieder mal vorkommen, natürlich. Aber es wird einfach so ein bisschen drauf geguckt. Und das ist mal so die Sache, die ich euch sagen kann. Ich hoffe damit, euer Geschmack getroffen zu haben. Das hoffe ich würdig. Ich hoffe, dass wir hier sehr, sehr lange Spaß haben. Ich freue mich extrem drauf. Ich freue mich auch schon, muss ich ganz ehrlich sagen, auf den Moment, wenn wir das im Multiplayer machen. Ich möchte aber für den Multiplayer vorbereitet sein. Versteht mich da nicht falsch. Aber ich möchte einfach auch wissen, okay, es sind genug Fahrzeuge da, es ist genug Arbeit da. Dann können wir 1, 2, 3, 4 Mann mit raufnehmen und gemeinsam Spaß und Bock haben. Ne? Aber mit der gleichen Intention, möglichst realistisch zu spielen. Da werden keine Leute dabei sein, die ganze Zeit gegen Zäune ballern, die, keine Ahnung, versteht mich nicht falsch. Ihr habt genug Folgen gesehen auf diesem Kanal, wo es ein bisschen chaotisch zuging. Das will ich vermeiden, das will ich eingrenzen. Na, es kann immer was passieren. Wir sind alle Menschen, es ist nur ein Simulationsspiel. Da müssen wir uns jetzt nicht größer machen, als wie wir sind. Aber man kann zumindest sein Bestes geben und zumindest einige Sachen versuchen. Das ist meine Meinung dazu, so will ich euch das wiedergeben. Und ja, für die erste Folge, glaube ich, hat es sehr viele Informationen gegeben. Ich hoffe, euch gefällt das Konzept. Ich hoffe, ihr seid auf der weiteren Reise im Projekt Amras mit dabei. Ich darf mich bedanken fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Follow da, ein Abo da, besser gesagt. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns die Tage wieder im Projekt Amras. Ich freue mich sehr. Wünsche, Anregungen, Ideen im Kommentarbereich niederschreiben. Ich bin raus. Euch noch einen schönen restlichen Tag. Bis zum nächsten Mal und tschüss.